Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum A-Link Between Worlds Randomizer. Es geht wieder weiter in die nächste Runde, Part 2 heute. Im letzten Part haben wir schon ordentlich was gefunden, muss ich sagen. Ich bin relativ zufrieden. Wir haben den Sandstab, wir haben Pegasus-Stiefel, wir haben die Krafthandschuhe, die Lampe, schon die verbesserte Rüstung, die habe ich noch gar nicht eingetragen. Habt ihr bestimmt schon geschrieben, mache ich mal. Und auch eine leere Flasche, ein paar Maimais haben wir auch schon gefunden. Ich bin sehr zufrieden mit dem ersten Part und bin gespannt, was wir mal heute so entdecken werden. Frage, ist es schlau, jetzt schon lang zu gehen? Ich glaube schon. Oh Gott. Oh Gott. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen wegen Krabby. Njo. So, können wir den da schon befreien, den Dude? Müsste gehen, ne? Von hier so. Zack. Das ist Nummer 7 und... Oh, die Stamina-Rolle. Also wir können jetzt mehr Ausdauer tragen. Das ist doch auch geil. Miau, schöne Erweiterung. Nicht schlecht. So, hier können wir auch lang. Boah, die Vögel gehen mir ja schon diskret auf den Senkel. So, jetzt kommen wir doch mit der erweiterten Stamina-Rolle schon direkt darüber, oder? Ich glaube, vorher wäre das nicht gegangen. Das passt ja mega gut zusammen. Ich muss übrigens sagen, zack, okay, ein verlorenes Maimai. Ich finde den A-Link Between Worlds Randomizer ziemlich geil. Boah, warte mal, ich wechsle mal kurz den Bildschirm. Sonst anstrengend. Weil man kann hier auf der Karte halt so viel machen, ne? Man kann hier so Plus drücken, kann sich umschauen. Und wenn du jetzt irgendwo was hast, wo du später noch hingehen willst, dann setzt du hier einfach so einen Pin, machst den wieder weg. Das glaube ich, oder? Ja. Kannst verschiedene Farben machen. Hier kannst du dir die Maimais angucken. Ich finde das eigentlich ziemlich geil gemacht. Und eine gute Idee, dass wir den jetzt gestartet haben, den Randomizer. So. Weiter geht's. Wir können, glaube ich, bei dem Sora... König? Ist es der Sora König? Dem Sora was einkaufen. Normalerweise kriegt man da, glaube ich, die Flossen. Und... ja, mal gucken, was wir bekommen. Aktuell ist unsere einzige Waffe eine Lampe. Leider. Ich weiß aber auch gerade gar nicht, wie teuer diese Flossen sind. Kosten die nicht mega viel Kohle? 300 Rubine oder so? Aua. So, und schwimmen kann ich ja im Moment noch nicht. Wäre cool, da unten gibt es auch Maimais. Oh. Hi. Oh nein, ist das nicht ein Dieb? Klaut er uns da irgendwas? Hätte der uns irgendwas geklaut? Ich glaube ja, ne? Ach ja. Wie war das denn? Ich... Okay, wir brauchen mal irgendein Game. Hier müssen wir irgendwas reinschmeißen. Ah, stimmt, der Dieb hat das Game gestohlen, ne? Dieses Ding, was quasi ihre Schönheit bewahrt. Den müssen wir dann finden. Ich erinnere mich. Boah, was ist denn mit euch? Rastet doch mal nicht so aus. Mann, ich habe kein Schild und nix, um das zu blocken. Okay, das war das erstmal. Aber das haben wir jetzt getriggert und der ist ja aus Kakariko, glaube ich. Right? Das heißt, den findet man in Kakariko. Ist sowieso, glaube ich, keine schlechte Idee, jetzt nach Kakariko zu gehen. Da kann man ja bestimmt was einkaufen. Wir haben ein bisschen Kohle aktuell. Oh, shit. Ja, dann werde ich auch erstmal meine Maimais nicht bei Ravios Shop kaufen gehen. Sondern werde erstmal wichtigere Dinge machen. Ich meine, die Maimais sind ja sowieso nur für Verbesserungen da. Und aktuell habe ich sowieso nur den Sandstab. Später auf jeden Fall müssen wir das machen mit den Verbesserungen. Aber ich denke, aktuell können wir da noch ein bisschen chillen. Oh Gott. Überall Gegner. So. Soll ich mal anfangen, so ein bisschen zu markieren? Vielleicht einfach... So Orte, wo wir eine Bombe brauchen, ne?
Vielleicht sollte ich das mal machen. Guck mal, wenn ich jetzt hier einfach sage, ich mache das jetzt mal gelb. Gelb ist jetzt, ich brauche eine Bombe. Ne? Das ist doch vielleicht keine schlechte Idee. Machen wir mal so. Oh geil, verbrennen. Und dann geht das doch. Oder mehr Schwung. Wie war das? Ah, okay, kann ich direkt aufschieben. Alles klar. Cool. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das so easy geht. Was haben wir denn hier? Dunklen Raum. Einfach eine Schatzkiste? Okay. Ein Herzteil. Ja, warum nicht? Okay, was haben wir noch? Tafel. Steht auf der Tafel drauf, dass ich die Fackeln anzünden muss? Ist das so das Rätsel? Ja. Ist hier sonst sowas drin? I think no. So, zack. Ratten. Bam. So, was haben wir hier? Ein weiteres Mai Mai. Nummer 6. Ah, hier gehen die Fackeln wieder aus, ne? Oder? Ja. Ich glaube, wir müssen sowieso alle Gegner töten. So. Schneek. Dü-lü-dü-lü. Oder war das nicht so? Wir müssen alle Gegner töten. Zack. Dü-dü-dü-dü-dü. Aha. Bam. So, was haben wir denn hier drinne? Okay, da ist direkt der Schlüssel. Gab's hier nicht auch irgendwo noch was? Ja, wusste ich's doch. Zack, Herzteil. Sehr schön. Ich bin mir nicht sicher, aber sind die Herzteile gerandomized? I'm not sure. Ich glaube vielleicht nur die Herzteile aus den Kisten. Die Herzteile, die so rumliegen, sind glaube ich nicht gerandomized. Okay. Haben wir mittlerweile hier alle Gegner getötet? Schlüssel haben wir ja bekommen. Oh Gott. Ey, ich bin so froh, dass ich die Fackel habe, ne? Sonst wäre ich hier komplett aufgeschmissen. Jetzt könnte ich einfach gar nichts machen. Aber ist auch kacke, mit der Fackel zu kämpfen, wenn man mal ehrlich ist. So. Ich weiß auch nicht, was ich hier gerade mache. Ist das schlau, hier lang zu gehen? I don't know. Yay. Ich glaube, die andere Tür macht Feinde. Der andere Hebel macht Feinde. So. Jetzt sind wir in der Kirche. Da ist Schattenwelt. Hallo. Okay, mehr haben die auch nicht zu sagen. Ich wäre auch so hier reingekommen, by the way. Ich wäre auch einfach so hier reingekommen. Naja. Ja, wir könnten halt in die Schattenwelt gehen. Aber es ist besser, erstmal eine Sache zu machen, oder? Was sagt ihr? Ich denke schon. So. Ja, da oben können wir später noch was machen. Auf jeden Fall. Ich meine, in der Schattenwelt sind die Gegner auch mega stark. Deswegen, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das jetzt schlau ist, in die Schattenwelt zu gehen. Wir kriegen zwar nur halben Damage oder weniger Damage als sonst. Aber trotzdem machen die Heidens Damage. So, vielleicht sollte ich mir... Guck mal hier, erstmal nochmal Mai Mai. Zack. Und der gibt uns wieder Geld. Das ist gut. Na. Guck mal, dann mache ich mir hier mal eine Markierung.
Für Hammer. Zack. Zack. Und die mache ich jetzt. Ja, die mache ich rot. Hammer ist rot. Bombe ist gelb. Und Wasser machen wir blau. Ich glaube, das ist erstmal so eine ganz gute Idee. Shit. So. Oh Gott, oh Gott. Da oben ist wieder Mai Mai. So, ich könnte jetzt hier in die Höhle rein. Bringt mir das schon was? Komme ich da durch komplett? I don't know. So, aber hier. Ah, nur ein Monsterteil. Schade. So, auch hier bräuchte ich jetzt wieder einen Hammer. So, deswegen mache ich jetzt hier wieder einen blauen. Zack. Ne, rot. Rot war Hammer. Verschlossen. Komm ich irgendwo rein? Kommt später, glaube ich, ne? So, ja, in den verlorenen Wäldern könnte man theoretisch auch was machen. Aber haben wir hier jetzt noch irgendwo was? Aua. Rennt hier gerade noch irgendwas rum? Kann ich hier irgendwas vom Baum holen? Ja, ich weiß, da unten ist auch noch einer. Na ja, komm, gehen wir mal rein in die verlorenen Wälder. Einfach so, just for fun. Guck mal, da geht's schon los hier. Zack. Das ist schon Nummer 10. Ist auch ein richtiges Mai Mai. Let's go. So, hier brauche ich die Krafthandschuhe. Würde ich mir jetzt erstmal nicht markieren. Zack. Hier kommen wir auch in die Schattenwelt. Oh, geil. 20 Rubine. Schade. Aber Kohle wächst. Die Kohle wächst, Leute. So, jetzt kommen wir hier auf die heilige Lichtung. Aber ich kann hier, glaube ich, noch nichts machen, ne? Ah, ne, verlorene Wälder. Verlorene Wälder ist hier, glaube ich, immer geradeaus gehen, oder? Nicht? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich dachte eigentlich. Ja, komm, wir gehen wieder. Wir können hier eh noch nichts machen, weil wir brauchen ja die ersten drei Steine, ne? Bevor wir hier irgendwas machen können. So, da komme ich auch nicht rüber. Da brauche ich, glaube ich, einen Enterhaken. Okay, viel war jetzt nicht zu machen. Aber es gibt ja noch einen Eingang. Den würde ich auch nochmal auskundschaften. Aua. Aber ich bin echt froh, dass ich die blaue Rüstung schon habe. Ich glaube, sonst wäre es anstrengend. Zack. Neues Mai Mai. Boah, noch mehr Kohle. Jawohl. Ich glaube, das ist gut, dass wir jetzt schön Kohle sammeln. So, hier ist jetzt nur der Wahrsager drin, richtig? Genau. Oh, hier kriege ich auch was for free. Nett, nett. Danke, danke. Ah, jawoll. Schön die Musik. Okay, verschlossen. Aha, verschlossen. So. Oh, die Musik. Ich liebe die Musik. Ah, der Eisstab. Zack.
Damit können wir doch auch Schaden machen, oder? Ist der Eisstab nicht dafür ausgelegt, auch Schaden zu machen? Zack. Ich glaube schon. Ich weiß auf jeden Fall, der Feuerstab, der ist richtig overpowered in dem Game. Den würde ich, glaube ich, auch als erstes upgraden, was das angeht. So, warte mal, kann ich denn... Okay, komme ich gar nicht weiter. Ich brauche halt die Krafthandschuhe. Möglicherweise hier noch irgendwo. Ist da noch irgendwas möglich hier? Ne, hier war ich auch schon, ne? Ja, hier war ich auch schon. Okay. Gut, dann hat sich das hier erstmal erledigt. Warte, warte. Okay, groß ist der Schaden nicht. Aber ich glaube erstmal besser als Schaden als die Lampe. So, oh Gott. Jawohl. So, alle Gegner tot. Wunderbar. Und hier gibt es ein Herzteil. Da haben wir nur einen Herzcontainer, oder? Ah, schön. Und noch eine Schatzkiste oben drauf. Mit einer zweiten leeren Flasche. Hey, nice. Ne, ich will keine... Hä? Wie viele leere Flaschen gibt es denn? Ich wollte jetzt keine Biene reinmachen. Ich wollte die eigentlich stacken. Gibt es nur zwei leere Flaschen? Es gibt doch mehr als zwei leere Flaschen. Ha. Okay. Ich habe nicht gesagt, dass der Tracker gut ist. Ich kann scheinbar gerade nur eine leere Flasche reinmachen. Okay. Ich nehme mal hier die Lampe, weil da kann ich so ein bisschen die Büsche verbrennen. Und wir haben hier einen Shop. Ist denn da was gerandomized oder ist das eher so... Ich könnte mir hier ein Schild kaufen. Wäre, glaube ich, ganz nützlich, weil den haben wir dann standardmäßig immer ausgerüstet. Was kostet denn der? 50 Rubine. Den bekommen wir aber irgendwann halt auch noch geschenkt. So, der hat auf jeden Fall 100 Rubine. Ja, toll, 100 Rubine für 100 Rubine. Hm. Herzteil? 200 Rubine, oh, ist das teuer. Ist ein Smooth Game eigentlich. So, ich aktiviere mal hier den Adler. Den Adler, den Vogel. Ach Leute, ich habe so Bock auf das Game. Das macht mir jetzt schon so mega Spaß. Ah, da ist er. Aber wir haben nicht das bekommen, was wir wollten. Tschack, tschack, tschack. Schade. Kann ich mich hier irgendwie reinschleichen? Nee, hier ist auch einfach Zugang zur Schattenwelt. Aber ich will doch nicht in die Schattenwelt. Ich würde sagen, Schattenwelt klimpern wir später ab, oder? Soll ich mir das Herz verkaufen? Komm. Ich nehme es mal mit. Was wir haben, das Hammer. Und ich kaufe mir einfach auch den 100er Rubin für 100. Plus minus 0, dann ist es halt weg. Ne? Dann wissen wir jetzt, okay, cool. Fertig. So, hier haben wir irgendwo Mai Mai. Aber wo? Oder ist da unten? Wahrscheinlich da unten, ne? Auch gelockt. Da ist das Bienenhaus. So, hier kriegt man eigentlich das... Oder? Kriegt man das nicht hier? Oh, ein Master Ohr. Jawohl. Na, das nehmen wir mit. Danke. Cool. Da freue ich mich. So, dann haben wir hier... Ah, Minispiel. Kann man hier was gewinnen? Ich glaube, hier kann man nichts gewinnen, ne? Ich glaube, das kann man nur bei dem Großen. Wenn ich mich nicht irre. Wir probieren es einmal kurz. Ich nehme links. Okay. Ich glaube, das war der Hauptgewinn. Perfekt. Aber ich denke, mehr gibt es hier nicht zu holen. Die Mucke, ey. So friedlich.
So, haben wir auch schon wieder 300 Rubine. Hier können wir jetzt mal in die Milchbar. Okay. Aber kann man hier irgendwas machen? Kann ich Milch kaufen? Ich glaube, mehr gibt es hier nicht zu tun, ne? Ihr spielt mir, glaube ich, einen Song, ne? 10 Rubine, dafür, dass ihr mir was vorspielt? Nee, danke. Erstmal einen Schluck Kaffee, Leute. Erstmal einen Schluck Kaffee. Ah, das muss sein. Okay. Aber scheinbar hier haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, noch was zu machen. Hallo. Huhnfanatikerin hier. Guck mal, hier ist doch bestimmt irgendwas. Ah, nee, hier brauche ich einen Sandstab, ne? Den habe ich ja. So, warte mal. Zack. Ja. Cool. War aber auch nur ein Maimai. Menno. Hier kann ich jetzt nichts machen. Ah, mein Monsterteil. Wir haben schon schön gesammelt. Ich bin begeistert. Wie gesagt, war, glaube ich, später für Tränke, ne? Diese Monsterteile. Oder für Verbesserungen, irgendwie sowas. So. Haben wir hier noch irgendwas? Nö, ich glaube, das war's jetzt erstmal hier. Also wie gesagt, wir können uns halt auch den Schild kaufen. Ich mache das jetzt einfach mal. Weil es ist einfach nützlich, wenn du Sachen abwehren kannst. Deswegen kaufe ich mir den jetzt. Muss halt nur aufpassen. Genau, mit R. Kann ich nicht blocken, wenn ich kein Schwert habe? Ist das so? Ich glaube, es ist so, dass ich nicht blocken kann, wenn ich kein Schwert habe. Kann das sein? Ja, das ist ja doof, ne? Okay. Aber ich bin erstmal zufrieden damit. Weiter geht's. So, was haben wir hier? Ach ja. Ach du Scheiße. Da war ja was. What? Dieses Huhn gibt's im Original nicht. Ach, dieses... Oh, dieses blöde Spiel. Kennt ihr das? Wo man den Hühnern ausweichen muss? Das ist auch so ein super nerviges Spiel. Und hier musst du Rubine sammeln. Ah, das ist auch nervig. Oh Gott, ich erinnere mich an diese Spiele. Ich würde sagen, komm, das machen wir nochmal. Rooster. Direkt das Highlights-Game. Boah, ich glaube, hier kann man halt ein... Herzteil gewinnen, ne? Wenn man die 30 Sekunden schafft. Oh Gott. Oh Gott. Concentration, Leute. Nein! Oh, das war eigentlich gar nicht schlecht, ne? Ja, komm. Ah, es waren nur noch 8 Sekunden. Nur das eine Huhn, was jetzt von der Seite kam, das hat mich ein bisschen verschreckt und hat mich in das andere reingetrieben. Aber wenn ich es jetzt wieder verkacken sollte, dann lasse ich's. Wir lassen es erstmal, oder? Boah, einfach 100 Rubine weggeballert. Wir machen es später, okay? Wir machen das später. Okay, ich würde aber sagen, Leute, das war's jetzt mal wieder mit dieser Folge. Ich bedanke mich fürs... Warte, ich habe gerade noch was gehört. Aha, da haben wir noch ein Maimai. Ah, okay, da haben wir die 100 Rubine wieder, die wir gerade verloren haben. Okay, perfekt. Gut, dann war's das erstmal mit dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.